Hallo Frau Merkel. Hallo und hallo liebe Zuhörer. Ja, bevor wir hier loslegen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz erklären, worum es geht und wie vor allen Dingen Sie hier mitmachen können. Denn wir wollen ja, dass Sie, die Sie uns jetzt über Telefon zugeschaltet sind, hier mit der Kanzlerin diskutieren. Sie wissen, es geht um das Regierungsprogramm für die Bundestagswahl im September und Sie sollen aktiv mitmachen. Wie geht das? Es ist relativ leicht. Drücken Sie einfach auf Ihrem Telefon auf der Tastatur die 0, dann werden Sie mit unserer Telefonzentrale verbunden. Dort werden Sie nach Ihrem Namen gefragt, damit wir hier vorne wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann mit ein bisschen Glück können Sie hier vorne mit der Bundeskanzlerin die aktuellen politischen Themen diskutieren. Frau Merkel, wir haben im September schon einmal hier gesessen, erste Teletown Hall, jetzt die zweite Auflage. Was ist der Hintergrund? Was können Sie sagen? Ja, der Hintergrund ist, dass es eine gute Methode ist, natürlich mit möglichst vielen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, etlichen die Möglichkeit zu geben, Fragen an mich zu stellen und anderen eben einfach auch die Möglichkeit zu geben, zuzuhören und damit einen Kontakt zu haben, den wir sonst und den ich sonst zu den Funktionsträgern natürlich nur haben kann, wenn ich irgendwo hinfahre. Und so haben wir das jetzt hier vom Adenauerhaus aus. Die Mitglieder haben ja seit einiger Zeit bereits die Möglichkeit, im Internet Thesen zu bewerten und darüber abzustimmen. mehr als 15.000 Teilnehmer da, also eine ganze Menge. Wie erklären Sie sich das, dass das Interesse an dieser Partizipation, an der Teilnahme so groß ist? Ja, also ich freue mich natürlich. Wir haben 45 Thesen entwickelt und man kann jetzt noch bis zum 31. Mai da sich auch beteiligen. Empfehle jedem, der noch nicht mitgemacht hat, sich das mal anzuschauen. Das Ziel ist, dass die CDU-Mitglieder einfach wichten und sagen, was ist mir besonders wichtig, wo habe ich eine Anregung, wo habe ich eine Idee, was unterstütze ich besonders. Und das wird dann in unserer Erarbeitung des Programms mit eingehen. Wir werden ja unser Regierungsprogramm mit der CSU gemeinsam am 23. und 24. Juni vorstellen. Und deshalb ist uns natürlich jetzt in den nächsten beiden Tagen nochmal sehr wichtig, dass sich möglichst viele nochmal das anschauen und auch ihre Meinung kundtun. Also noch einmal der Hinweis, wenn Sie hier mit der Kanzlerin diskutieren wollen, drücken Sie die 0 auf Ihrem Telefon, Sie landen in der Telefonzentrale und dann mit etwas Glück hier vorne bei uns. Frau Merkel, ich schlage vor, wir fangen an, holen mal den ersten Anrufer, die erste Anruferin zu uns. Und dort haben wir Petra Zein aus Heidenheim. Einen schönen guten Abend. Zein, guten Abend. Ich habe folgende Frage, Frau Dr. Merkel. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland auf wirtschaftlicher Ebene? Zwischen China und Deutschland, ja? Ja. Ja, ja, also ich habe mich natürlich gefreut, dass der chinesische Ministerpräsident jetzt in Deutschland zu Gast war. Und da haben wir natürlich auch über die wirtschaftliche Zusammenarbeit gesprochen, aber nicht nur, sondern auch über politische Fragen, über Fragen der Menschenrechte, der Pressefreiheit zum Beispiel. Und was die wirtschaftliche Zusammenarbeit anbelangt, so hat Deutschland natürlich jetzt schon sehr gute Kontakte nach China. Aber wir werden auch in den nächsten Jahren erleben, dass chinesische Unternehmen stärker nach Europa und auch nach Deutschland kommen. Wir arbeiten in verschiedenen Fragen auch sehr eng zusammen. Wir haben zum Beispiel eine strategische Partnerschaft zur Elektromobilität. Und wir haben auch ein großes Interesse, dass natürlich im Bildungsbereich, Menschenrechtsdialog, die Zusammenarbeit auf möglichst breite Füße gestellt wird. Was wir diesmal mit China besprochen haben, ist ein neuer Bereich auch der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, und zwar im Bereich der Landwirtschaft. In China gibt es sehr viele Menschen, die auch zunehmend auf Lebensmittelqualität Wert legen. Die Ressourcen in China, Wasserressourcen und Ähnliches, sind auch zum Teil sehr begrenzt. Und deshalb ist eine effiziente Anwendung unserer sehr gut ausgebildeten Landwirtschaft für China, glaube ich, auch von Vorteil. Und wir können dann auch gut wirtschaftlich da zusammenarbeiten. Danke für die Beantwortung. Frau Zein, vielen Dank. Einen schönen Abend Ihnen. Ja? Auf Wiederhören. Dankeschön. Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, dass wir im Laufe dieser nächsten Stunde auch zwei Umfragen unter allen Teilnehmern machen werden. Das heißt, alle, die auch jetzt hier vielleicht nicht gerade vorne zu Wort kommen, ihre Stimme ist dennoch gefragt. Wir werden also im Laufe der nächsten Stunde zwei Umfragen machen, wo Sie ebenfalls mit Ihrer Telefontastatur entsprechend abstimmen können. Ich schlage vor, wir nehmen den nächsten Anrufer. Dort haben wir Herrn Nagel aus Arnsberg. Einen schönen guten Abend, Herr Nagel. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Nagel. Frau Dr. Merkel, ich wollte eben das Thema Energiewende, hätte ich eine Frage zu. Ja. Und zwar, wie kann man das Fracking, das ja im Moment groß in der Diskussion ist, und vor allem hier noch in Nordrhein-Westfalen,
Wie kann man da überhaupt noch das befürworten oder untersuchen lassen, wenn die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sich da klar schon im Vorfeld gegen ausgesprochen hat? Macht das überhaupt Sinn? Sollte man nicht lieber von vornherein auch von der Bundesregierung auch sagen, wir verzichten darauf? Weil die Luft, Boden und Wasser sind ja ganz wichtige Elemente und ich denke, der Schutz des Wassers steht ganz oben an. Richtig. Das Problem ist ja, dass heute die Fracking erlaubt werden kann nach bergrechtlichen Genehmigungen. Und was wir jetzt in Arbeit haben, das ist, dass wir das auch umweltrechtlich stärker prüfen müssen, also eine Umweltverträglichkeitsprüfung unbedingt machen wollen. Das heißt, wir wollen sozusagen die Genehmigungsverfahren erschweren, weil wir genau auf Wasser und Ähnliches Wert legen müssen. Jetzt kommt das Thema, kann man das überhaupt rechtlich so sicher fassen, wie wir das im Augenblick gerne fassen würden? Und da sind die Methoden zurzeit mit Hilfe von Chemikalien doch noch so, dass viele Menschen Sorgen haben und ich kann diese Sorgen auch sehr, sehr gut verstehen. Und deshalb sind wir im Augenblick noch an der Erarbeitung und müssen schauen, ob wir einen Weg finden, der das so einschränkt, dass wirklich gerade das Thema Wasser auch im Augenblick sehr stark beachtet wird. Ich kenne die Diskussionen aus Nordrhein-Westfalen und deshalb bin ich auch der Meinung, solange diese sehr schädlichen Chemikalien noch verwendet werden, müssen wir mit äußerster Vorsicht hier vorgehen. Aber unser ganzes Ziel ist eigentlich, das zu beschränken und zu erschweren und viel umweltverträglicher zu machen gegenüber dem heutigen Rechtszustand. Also, ich sag mal so, es gibt eine breite Meinung, dass man, solange die Technologien nicht besser entwickelt sind und die Chemikalien noch so schädlich sind, dass man da sehr, sehr vorsichtig rangehen sollte. Und das werden wir berücksichtigen. Herr Nagel, vielen Dank. Ja, einen schönen Abend. Danke schön. Ja. Sie wollten noch was sagen? Ich wollte nur eben kurz anregen, Polen beispielsweise, unser Partnerland im Osten, hat sich ja mit Fracking auch auseinandergesetzt und ich hatte jetzt auch gehört, dass also in Polen man mittlerweile auch Abstand nimmt, weil jetzt erkannt wird, dass das doch ein Spiel mit dem Feuer ist. Ja, wir haben das neulich auch in Europa diskutiert und wir müssen alles tun, damit wir Umweltrisiken nicht eingehen. Gut. Vielen Dank nach Arnsberg. Einen schönen Abend. Berührt. Auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön, ja. Tschüss. So, wir begrüßen natürlich immer wieder permanent neue Teilnehmer in dieser Telefonkonferenz. Es werden permanent neue Teilnehmer zugeschaltet. Auch Ihnen noch einmal kurz der Hinweis, wenn Sie hier teilnehmen wollen, mit der Kanzlerin diskutieren wollen, drücken Sie bitte die 0 auf Ihrer Tastatur des Telefons. Sie werden dann mit unserer Telefonzentrale verbunden und mit ein bisschen Glück dann hier vorne mit uns und Angela Merkel. So, der nächste Anrufer in dem Fall ist Herr Schön aus Wittberg. Einen schönen guten Abend, Herr Schön. So, Moment, jetzt haben wir es. Herr Schön, können Sie uns hören? Ja. Wunderbar. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, ja. Bitte. Ja, guten Abend. Ja, was möchten Sie von mir wissen? Mein Name ist, es geht um die soziale Schere, Frau Merkel. Die Genossen und die anderen machen ja im Wahlkampf das zum Riesenthema. Was möchten Sie oder unsere Regierung dagegen tun, damit diese Schere nicht weiter auseinanderdriftet? Das hat doch etwas dann mit Vollbeschäftigung zu tun, oder sehe ich das falsch? Nein, das ist, sehen Sie nach meiner Auffassung genau richtig. Wir haben ja im Augenblick eine Arbeitsmarktlage, bei der wir mehr Beschäftigte haben, als wir seit der Deutschen Einheit je hatten. Und das führt dazu, dass auch die Situation unserer sozialen Sicherungssysteme recht gut ist, dass wir die Beiträge relativ stabil halten konnten jetzt über die ganze Legislaturperiode. Und das führt eben auch dazu, dass in den letzten Jahren die Ungleichheit noch nicht sehr viel gesunken ist, aber die Schere ist nicht weiter aufgegangen in den letzten Jahren, seitdem ich Bundeskanzlerin bin. Und ich finde, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Wir haben hunderttausende Kinder aus der Hartz IV herausholen können. Wir haben die Jugendarbeitslosigkeit halbiert. Es kriegt heute jeder Jugendliche, der einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz möchte, einen Ausbildungsplatz. Und damit ist natürlich auch Teilhabe verbessert. Und insofern
müssen wir alles tun, damit wir Unternehmen nicht verunsichern, gerade den Mittelstand durch Vermögensabgaben oder Vermögenssteuern und dann zum Schluss Unternehmen vielleicht unser Land verlassen oder hier nicht mehr investieren und anschließend weniger Menschen Arbeit haben und dann hat der Staat auch keine Steuereinnahmen oder weniger. Okay, vielen Dank, Frau Dr. Merkel. Bitte schön und Dankeschön für Ihre Frage. Vielen Dank, einen schönen Abend. Meine Damen und Herren, ich hatte es eben angekündigt, wir wollen mit Ihnen die ein oder andere, genau gesagt zwei Umfragen während dieser Stunde durchführen. Wir kommen zur ersten Umfrage. Diese folgende Frage, Sie bekommen mehrere Antwortmöglichkeiten und Sie stimmen bitte über die Tastatur Ihres Telefons ab. Die Frage lautet, welches Thema treibt derzeit die Bürger aus Ihrer Sicht am meisten um? Also welches Thema treibt die Bürger aus Ihrer Sicht am meisten um? Ist das 1 Europa? Ist das 2 der Arbeitsmarkt? Ist das 3 die Preisentwicklung oder ist das 4 die Energiewende? Also nochmal, welches Thema treibt die Bürger aus Ihrer Sicht derzeit am meisten um? 1 Europa, 2 Arbeitsmarkt, 3 die Preisentwicklung und 4 die Energiewende. Stimmen Sie bitte ab mit dem Telefon 1, 2, 3, 4 und wir kommen dann gleich darauf zu sprechen. Solange nehmen wir einen neuen Anrufer in die Leitung und dort haben wir Herrn Schmidt aus Gelnhausen. Einen schönen guten Abend, Herr Schmidt. Ja, hallo, mein Name ist Martin Schmidt aus Gelnhausen. Schönen guten Abend, Frau Dr. Merkel. Ich habe mal eine Frage oder eine Anregung zu diesem leidigen Thema der Minijobs, was ja eigentlich gedacht war, um Kleinbetrieben damit auszuhelfen, wie es der Name Aushilfe ja schon sagt. Jetzt gehen Kaufhausriesen kaputt, Woolworths, Karstadt, glaube ich, damals, und es gehen Zehntausende von Minijobbern nach Hause. Wäre es nicht eine Möglichkeit, diese Anzahl der Minijobs zu begrenzen, dass man sagt, ein Unternehmen darf nur 10% Mitarbeiter an Minijobs haben, ab einer gewissen Größe? Verstehen Sie? Um einfach mehr Menschen in sozialversicherungsrechtliche Jobs zu bekommen. Also ich finde den Vorschlag sehr interessant. Ich habe nur einmal gerade ausgeguckt, weil ich nachdenken musste, ob ich Ihnen jetzt ein freudiges Ja zurufe oder ob ich sage, ich nehme es mal mit. Es ist eine interessante Anregung, weil wir natürlich schon sehen, dass Vollarbeitsverhältnisse zum Teil auch aufgeteilt werden. Die Minijobs waren eigentlich als Ergänzung gedacht, aber nicht als Ersatz für einen vollwertigen Arbeitsplatz. Und insofern muss man den Missbrauch schon an dieser Stelle bekämpfen. Und ich werde mal überlegen, ob man gerade in diesem Dienstleistungsbereich, wie Sie das gesagt haben, hier an der Stelle eine Begrenzung machen kann. Das muss ich mal mit meiner Arbeitsministerin Ursula von der Leyen diskutieren. Das ist eine interessante Anregung. Sie sehen das jedenfalls als ein größeres Problem an, ja? Ich sehe das als Problem an, denn es kann nicht sein, meine Frau hat mal bei Woolworths gearbeitet, in der Hauptverwaltung, und die sagt, in den Läden gibt es noch 1 bis 2 Festangestellte und der Rest sind Aushilfen. Ja, ja, ist nicht im Sinne des Erfinders. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Herr Schmidt, vielen Dank, sehr interessant. Danke sehr Ihnen, gut. Einen schönen Abend nach Gelnhausen. Schönen Abend noch. Wiederhören. Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich sage es nochmal, weil wir immer noch viele neue Teilnehmer begrüßen. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, drücken Sie die 0 auf Ihrem Telefon. Dann haben Sie die Chance, hier vorne bei uns im Studio mit Angela Merkel zu diskutieren. Und ich weise auch noch einmal auf unsere Umfrage hin. Welches Thema treibt die Bürger aus Ihrer Sicht derzeit am meisten um? Drücken Sie bitte die 1 für Europa, die 2 für den Arbeitsmarkt, die 3 für die Preisentwicklung und die 4 für die Energiewende. So, der nächste Teilnehmer, die nächste Teilnehmerin, da haben wir Herrn Norbert Weiß aus Finstal. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, Herr Weiß, guten Abend, Frau Dr. Merkel. Wo ist Finstal? Frau Dr. Merkel, in Baden-Württemberg? Ja, in der Nähe von Karlsruhe. Aha. Meine Frage ist zur Energiewende. Jahrelang haben die Grünen die CDU verantwortlich gemacht, die Energiewende zu verzögern. Jetzt machen die Grünen wiederum die Regierung verantwortlich für die steigenden Energiepreise. Und die Regierung nimmt es, meine ich, einfach hin, ohne hier genügend hier aufzuklären. Meine zweite Frage zur Bildungspolitik. Eins nach dem anderen vielleicht. Herr Weiß, ganz kurz, vielleicht eine Frage nach der anderen, dass wir zunächst bei dieser Frage nach der Energie bleiben, Frau Merkel. Ja, gerne. Also
Sie haben insoweit ja absolut recht. Rot-Grün wollte, dass man schon 2022 aus der Kernenergie ausgestiegen ist. Und wie wir jetzt sehen, sind dafür gar keine Vorbereitungen getroffen worden. Und deshalb wollen wir das ganze Thema jetzt gemeinsam schon bearbeiten. Wir müssen das ja als Land insgesamt schaffen. Aber die Schuldzuweisung, die kann jetzt wirklich nicht an die Bundesregierung gegeben werden. Wir haben eine Situation, in der wir sicherlich um in gewisser Weise steigende Energiepreise, jedenfalls steigende Umlagen für die erneuerbare Energie, nicht herumkommen werden, weil es sind aber dabei Investitionen bei uns jetzt im Gange, die natürlich zukunftsweisend sind, die auch nachhaltig sind. Und wir müssen natürlich schon aufpassen, dass die Energiepreise nicht zu drastisch steigen. Und deshalb brauchen wir auch eine Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes. Aber in einem gewissen Umfang investieren wir jetzt eigentlich alle miteinander auch in die Zukunft. Ja, das ist richtig. Nur müssen wir auch deutlich machen, dass diese Preise aufgrund dieser Energiewende einfach bezahlt werden müssen. Und wenn man diese Energiewende wollte, muss man auch hier dafür aufkommen. Das ist richtig, wobei die steigenden Umlagen für die erneuerbaren Energien jetzt mit der Energiewende selbst auch noch gar nicht so viel zu tun haben. Wir hatten einen Riesenschub beim Zubau von Solarenergie und dadurch ist der Anteil der erneuerbaren Energien viel schneller gestiegen. Und das hat jetzt mit dem Abschalten der Kernkraftwerke noch gar nicht direkt etwas zu tun. Aber indirekt müssen wir sozusagen den Netzausbau kompatibel machen, zusammenbringen mit dem Zusatzausbau der erneuerbaren Energien. Und da müssen wir sehr selbstbewusst sagen, das sind Investitionen in die Zukunft und die müssen wir dann auch alle gemeinsam tragen. Herr Weiß, vielen Dank. Das Thema Energie, Frau Merkel, ist übrigens auch das Top-Thema in unserer Umfrage, die wir hier eben gemacht haben. Es ist das Thema mit 39%. Mhm. Was unsere Teilnehmer bewerten als das Thema, das die Bürger derzeit am meisten umtreibt, gefolgt von Europa, 37%, also das ist nahezu gleich auf. Ja. Dann haben wir an Platz 3 schon ziemlich abgeschlagen mit 14% die Preisentwicklung und auf dem letzten Platz das Thema Arbeitsmarkt, was offenbar nicht so drängend ist. Ist es für Sie überraschend, dass die Energiewende so weit oben steht? Nein, das ist für mich nicht überraschend, weil die Menschen ja immer die Themen auswählen, wo wir noch Arbeit zu leisten haben, wo wir noch Probleme lösen müssen. Beim Arbeitsmarkt ist es im Augenblick so, dass die Beschäftigungssituation in Deutschland recht gut ist. Das heißt, es ist für die Menschen jetzt nicht ein Thema, was sie so umtreibt, sondern sie sagen, das ist im Augenblick in ganz guten Händen. Aber bei anderen Themen müssen noch Aufgaben gelöst werden und dass Europa und Energie sozusagen Kopf an Kopf liegen, das wundert mich nicht und das spiegelt, glaube ich, auch die Arbeit, die wir noch zu leisten haben, sehr gut wider. Nächster Anrufer oder nächste Anruferin, Herr oder Frau Spanoil aus Tholey. Einen schönen guten Abend. Hallo? Ja, guten Abend. Jawohl, einen schönen guten Abend. Hier ist Christel Spahn. Ja, hallo? Hallo. Wunderbar. Ich grüße Sie, Frau Spahn. Bitte, wir hören Sie. Mein Name ist Spanjol. Ach, Spanjol. Spanjol, pardon. Ja, ich wollte zuerst einmal sagen, dass ich Sie als Bundeskanzlerin sehr hoch schätze, genauso wie unsere Bundestagsabgeordnete Nadine Schön. Aber Sorge bereitet mir der Stand der Familie. Ich denke, es wird sich da zu viel nach den Minderheiten gerichtet, zum Beispiel Homosexualität oder auch die Erziehung der kleinen Kinder. Wie stellt sich das die CDU in der nächsten Zeit vor? Soll man nicht noch mal mehr die Familie gewichten als die öffentlichen Einrichtungen? Also ich glaube, dass wir uns immer wieder bewusst sind, und das sagt die CDU auch, dass wir mit der Familie eigentlich den Ort haben, an dem Menschen Werte erlernen, Liebe empfangen, Vertrauen. Wir haben ja in unserem Programm geschrieben, Familie ist, wo Eltern für Kinder und Kinder für ihre Eltern dauerhaft Verantwortung übernehmen. Und deshalb müssen wir die Familien schützen. Und unsere Überzeugung ist, dass die Familien auch dadurch sehr gut geschützt werden, dass wir sagen, ihr könnt selber entscheiden und wählen, wie ihr euer Leben gestalten wollt. Ob die Mutter, der Vater eine Zeit lang zu Hause sind oder aber ob man sehr schnell wieder Beruf und Familie miteinander vereinbaren möchte.
Der Staat hat nur die Aufgabe, das, was sich die Menschen wünschen, dass das auch gelebt werden kann. Und da ist die Tatsache, dass wir einen großen Nachholbedarf bei Betreuungsplätzen hatten und zum Teil auch noch haben, also müssen wir die aufbauen. Wir haben aber auch ein Zeichen gesetzt mit dem Betreuungsgeld, dass wir sagen, auch die, die nach dem ersten Lebensjahr ihre Kinder noch zu Hause erziehen sollen und die keine staatliche Förderung für eine Kita bekommen, sollen eine gewisse Unterstützung bekommen. Also wir trauen den Menschen zu, dass sie entscheiden können, wie sie es leben wollen, und das ist uns recht, denn jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ja, das finde ich gut. Dankeschön. Bitteschön. Wunderbar, und herzliche Dank. Grüße ins Saarland. Wiedersehen, tschüss. Nächste Teilnehmerin ist Frau Alexandra von Wengerski aus Köln. Einen schönen guten Abend nach Köln. Ja, guten Abend. Guten Abend. Frau Merkel, ich fand Ihre Antwort auch eben sehr schön. Und da schließt sich gleich meine Frage an. Sie haben letzte Woche im Interview, das habe ich auf YouTube gesehen, die Alleinerziehenden erwähnt. Und meine Frage ist, wann werden Sie das erste Mal die Kinderreichen erwähnen, die bisher ja in der Politik überhaupt nicht vorkommen und aber doch immerhin 1,5 Millionen Familien oder 1,3 Millionen Familien in Deutschland sind, das heißt immerhin auch fast 9 Millionen und 10% der Bevölkerung. Und das Thema Familie soll ja im Bundestagswahlkampf auch eine große Rolle spielen, wie ich gelesen habe, was mich sehr erfreut. Und ich frage mich, warum das Thema Mehrkindfamilie oder die Kinderreichen bei der Demografiestrategie der Bundesregierung bisher überhaupt nicht vorkommen. Es war ja gerade jetzt der Demografiegipfel. Aber ich würde mir wünschen, dass die Kinderreichen nicht in der Öffentlichkeit nur immer schlecht dargestellt werden, sondern dass man die überhaupt mal wahrnimmt und auch mal als positiv wahrnimmt. Es gibt viele Nette, die und die Kinderreichen, die sind ja die in der Regel auch sich von konservativen Werten ernähren. Das wäre doch eine Zielgruppe für die CDU, denke ich. Die vermehrt sich ja auch stetig weiter. Also ich bin ein bisschen jetzt erstaunt, aber ich nehme das ernst, was Sie sagen, dass wir Ihrer Meinung nach gar nicht diejenigen, die mehrere Kinder haben oder die Kinderreichen, wie Sie sagen, in den Mittelpunkt stellen. Wir sagen ja doch zum Beispiel dadurch, dass wir das Kindergeld auch staffeln, dass diejenigen uns besonders willkommen sind, die eben auch mehrere Kinder haben. Wir wollen diskutieren und werden das in unser Wahlprogramm aufnehmen, dass wir für Kinder, die vor 92 geboren sind, dort die Mütterrente erhöhen wollen. Das heißt, die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rente verbessern wollen. Und wir wissen, dass gerade die Frauen, die auch vor Anfang der 90er Jahre ihre Kinder bekommen haben, oft noch sehr viele Kinder haben. Und das wird eine deutliche Rentenaufbesserung sein. Wir wollen auch im zukünftigen Rentenrecht die Kindererziehungszeiten besser berücksichtigen. Das heißt also, hier wird schon doch gewürdigt, wenn Menschen sich für Kinder entscheiden. Und wir wollen natürlich auch, dass wir möglichst viele Kinder haben. Also insofern ist es vielleicht gut, dass Sie noch mal gefragt haben, damit man das auch noch mal deutlich nach außen stellen kann. Ja, ich möchte nur nicht. Das muss aber jetzt und heute möglich sein. Ja, ich will Ihnen nur sagen, hier an der Basis, ich habe selber mehrere Kinder und bin auch Mitglied im Vorstand des Verbandes Kinderreicher Familien. Mhm. Deswegen bin ich nah dran an dem Thema. Mhm. Und hier an der Basis, vor allem hier in Köln, fällt mir auf, dass mir viele Frauen sagen, die auch akademisch Ausbildungen haben, wir wünschen uns eigentlich noch ein drittes Kind, aber wir wissen nicht wie. Und an der Stelle bei dem dritten Kind, da bricht es ja auch ein. Nicht? Also die Abtreibungen, die steigen schlagartig nach dem zweiten Kind an. Und ich meine, dass man da mal drüber nachdenken sollte, dass man auch die unterstützt, die bereit sind und sich mehr Kinder wünschen, mehr Kinder zu bekommen,
dass man die an der Stelle unterstützt. Zum Beispiel macht Frankreich das ja gar nicht so schlecht. Nee, und das hat aber viel zu tun mit der Vereinbarkeit auch von Beruf und Familie, mit der Kinderbetreuung, mit der Frage, ja. Und da reden wir ja sehr viel mit den Unternehmen, kann man auch sich beruflich ja. fortentwickeln, wenn man ja. vielleicht schon etwas älter als 40 Jahre ist. Ja. Wir haben da oft noch sehr starre Modelle und deshalb müssen wir hier auch zu einem Umdenken kommen. Da haben Sie vollkommen recht. Vielen Dank nach Köln. Ja, und ich würde mich freuen, wenn Sie mal die Merkin-Familie erwähnen in Ihrer Rede. Ich habe das jetzt mitgenommen. Auf Wiedersehen, danke. Dank. Dankeschön, danke. Wiederhören. Hoppala, pardon. Kai Lehmann aus der Gemeinde Sommerland, einen schönen guten Abend. Ja? Herr Lehmann, hallo. Einen schönen guten Abend. Ja, wir können Sie hören. Ja, hier ist Kai Lehmann aus Sommerland. Ja, guten Abend. Guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Bitte. Hallo. Ja, wir hören Sie. Wir, hallo. Ja, sagen Sie einfach Ihre Frage, dann ich kann Sie gut hören. Ja, ich habe hier eine Frage, wir haben gerade Kommunalwahl jetzt am Sonntag. Ich bin jetzt fast 35 Jahre Mitglied in der CDU und jetzt seit ein paar Jahren noch Vorsitzender hier, noch Wehrführer in unserer Gemeinde. Und über die Wahlbeteiligung bin ich so enttäuscht. Und wir haben sonst immer ganz viele Gemeinderatsmitglieder und es ist ja alles verloren gegangen, teilweise in die Bädergemeinschaft und an die Grünen. Ne? Und das Hauptproblem liegt daran, dass es die Leute haben Angst, weil das Geld immer ins Ausland geschafft wird. Und die Straßen sind schlecht hier, überall in Schleswig-Holstein. Ich weiß, überall im Bundeslandgebiet sieht es nicht anders aus. Und deswegen haben die Bürger einfach keine Lust mehr zur Wahl zu gehen, weil sie denken, das ganze Geld geht immer ins Ausland. Das ist meine Hauptfrage. Also Sie meinen jetzt wahrscheinlich die europäische Rettungspolitik, wo wir anderen geholfen haben, ja? Das gehört auch ein Teil dazu, ja. 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 Und wir sind ja nur 840 Einwohner hier und man kommt ja mit den Bürgern zusammen, gerade als Wehrführer. Das ist immer das Thema so, ne? Also ich glaube, dass und das wir... Das nochmal anregen. Ja. Ja, ich wollte dazu nur etwas sagen. Wir können ja in Deutschland auch nur sehr erfolgreich leben, wenn es letztlich auch in Europa gut geht. Und wir haben die Währung, die gemeinsame Währung, den Euro. Und es ist in unserem Interesse, dass der Euro stabil bleibt. Wir haben eben bei der Umfrage gesehen, dass die Preisstabilität im Augenblick für die Menschen gar nicht so ein Thema ist, sondern sie sind eigentlich sehr zufrieden, dass da keine großen Preissteigerungsraten durch Inflation sind. Und wir müssen immer wieder deutlich machen, auch wenn Sie mit Ihren Bürgerinnen sprechen und Bürgern vor Ort, dass das gute Hilfsaktionen sind, wenn die anderen auch, und darauf dränge ich ja, ihre Hausaufgaben machen, ihre Fehler der Vergangenheit beseitigen und selber dann auch auf solidere Art und Weise wirtschaften können. Und dieses machen wir sozusagen wie zwei Seiten einer Medaille, helfen, damit wir selber auch eine stabile Währung haben und gleichzeitig aber auch darauf drängen, dass die Ursachen der Schwierigkeiten bekämpft werden. Und ich denke, dass wir dann insgesamt auch als Deutschland stärker aus der Sache wieder herauskommen. Das gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber bloß, wir müssen auch an uns selber auch mal ein bisschen denken. Wir können ja nicht immer nur geben und nein, aber wenig zurück. Das schauen Sie, wir genau, aber indem wir eine stabile Währung haben, denken wir ja auch an uns. Wir machen das ja nicht nur für die anderen, sondern wir machen das auch für uns. Und das wird vielleicht manchmal auch noch nicht genug beachtet. Ja. Recht haben Sie, dass wir gucken sage ich Ihnen jetzt schon, also die Bundestagswahl, da müssen wir sehr viel tun als CDU, dass die Bürger an die Wahlurnen kommen. Okay. Ich nehme auch an, dass bei der Bundestagswahl, dass wir unter 50% kommen. Und das kann ja nicht Sinn einer Demokratie sein. Nein, aber ich glaube, dass wir zur Bundestagswahl eine deutlich bessere Wahlbeteiligung haben. Da werden wir auch jetzt unser Regierungsprogramm erarbeiten und dann wird dort auch eine große Rolle spielen, mehr Investitionen zum Beispiel in Straßen, auch mehr Investitionen in die Hochschulen, in die moderne Schule, Digitalisierung, dass auf die Computerzeit reagiert wird. Und dann, glaube ich, können wir auch in die Zukunft investieren. Das wird aber eine große Rolle bei uns spielen, weil viele Leute auch sagen, wir leben ein bisschen von der Substanz, ne? Vielen Dank, Herr Lehmann. Einen schönen Abend nach Schleswig-Holstein. Andrea Pankau aus Radeberg. Einen schönen guten Abend. Ja, mein Name ist Andrea Pankau. Schönen guten Abend, Frau Dr. Merkel. Ich habe eine Frage. Schönen guten Abend. Ich habe eine Frage zur Integration. Und zwar fand ja heute der 6. Integrationsgipfel statt.
Und im Mittelpunkt stand die Integration in den Arbeitsmarkt. Ich habe jetzt folgende Frage. Warum werden so sehr hohe bürokratische Hürden aufgebaut, wenn beispielsweise junge Leute aus dem Kosovo, das ja bekanntlich nicht in der EU ist, hier eine Ausbildung anfangen möchten? Und zwar vielleicht den Sachverhalt dazu. Es geht aktuell um eine Ausbildungsinitiative in Prizren, die im letzten Jahr gestartet worden ist, und zwar am Loyola-Gymnasium im Kosovo, wo also junge Leute ihr Abitur machen, auch ein Deutschdiplom machen und die gerne in Deutschland denn ihre Ausbildung machen möchten. Aber die bürokratischen Hürden sind so hoch, aktuell hier in Radeberg in Sachsen, vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, der ASB hier in Sachsen hat 3 junge Leute aufnehmen können, aber erst nach 2 Jahren. Also die haben 2 Jahre gebraucht, um diese Bürokratie zu überwinden. Warum ist das so? Warum können also junge Leute aus den anderen EU-Ländern, also wie Spanien, da wissen wir das ja auch, dass viele junge Leute hier nach Deutschland kommen möchten, warum ist es da einfacher? Also es ist erstmal einfacher, weil wir für diejenigen, die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sind, ja da die sogenannte Freizügigkeit haben. Das heißt, sie haben Niederlassungsfreiheit und sie haben auch die Möglichkeit, sehr viel einfacher einen Arbeitsplatz zu bekommen. Aber was Sie erzählen, das ist natürlich trotzdem nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, ich müsste mir das mal anschauen oder Sie schicken mir vielleicht nochmal, wenn Sie es irgendwo schriftlich niedergelegt haben, wie die Prozedur war. Ja. Und dann gucken wir uns das nochmal an, ob man da was vereinfachen können. Das wäre nicht schlecht. Also schreiben Sie mir hier ans Konrad-Adenauer-Haus und sagen Sie, dass wir hier heute Abend drüber gesprochen haben. Nicht? Auf Wiedersehen nach Radeberg. Wunderbar, ich danke Ihnen. Dankeschön. Tschüss. Wiederhören. Meine Damen und Herren, wir starten die zweite Umfrage. Jetzt sind Sie alle wieder gefragt, mitzumachen. Über die Tastatur Ihres Telefons können Sie nun abstimmen. Die Frage lautet, mit welchem Thema kann die CDU am besten überzeugen? Mit welchem Thema kann die CDU am besten überzeugen? Drücken Sie die 1 für die innere Sicherheit, die 2 für starke Familien, die 3 für solide Finanzen, die 4 für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze und die 5 ein starkes Europa. Also, mit welchem Thema kann die CDU am besten überzeugen? Ist das 1 die innere Sicherheit, 2 starke Familien, 3 solide Finanzen, 4 sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze oder 5 ein starkes Europa? In der Zeit, nächster Anrufer, nächste Anruferin, Herr oder Frau Anta aus Bonn, einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Mein Name ist Jean Antin. Ich rufe aus Bonn. Guten Abend, Frau Dr. Merkel. Guten Abend. Guten Abend. Frau Dr. Merkel, meine Frage betrifft das einfach den Bürgerkrieg, die Konfusion, Bürgerkrieg in Syrien. Ich bin selbst ein geborener Syrer, aber Sie sind meine Bundeskanzlerin und ich freue mich drauf. Meine Frage betrifft den Bürgerkrieg in Syrien, ist es zwischen die Sunniten und die Schiiten. Und die anderen Minderheiten, leider Gottes, die sind einfach im Zug dieses Bürgerkriegs, einfach quasi gehen die nieder. Was macht die Bundesregierung, um die Christen besonders in Syrien zu helfen? Und vielen Dank. Ja, danke schön für Ihre Frage. Der Bürgerkrieg ist im Augenblick sehr, sehr schwierig und belastet uns auch sehr. Und wir glauben, dass wir vor allen Dingen alles daran setzen müssen, eine politische Lösung zu finden. Deshalb ist ja auch die Initiative, eine Syrien-Konferenz durchzuführen, etwas, was ich sehr unterstütze. Wir haben, weil wir ja auch wissen, wie viele Flüchtlinge es gibt und auch gerade eine schwierige Situation der Christen ist, jetzt noch einmal beschlossen, dass wir im Zuge der humanitären Hilfe tausenden Syrern eine Chance geben, auch nach Deutschland zu kommen. Der Bundesinnenminister macht das und hier gucken wir uns natürlich vor allen Dingen auch die an, die und die größte Gefahr von Verfolgung haben. Und das sind leider in sehr, sehr vielen Fällen auch die Christen. Und insofern versucht Deutschland hier einen Beitrag zu leisten, um die Not und das Elend zu mildern. Wobei das ja auch nur ein kleiner Beitrag sein kann, denn insgesamt ist die Lage natürlich sehr, sehr schwierig. Frau Dr. Merkel, da ist die Islamisten werden geholfen durch Saudi-Arabien und Katar. Und die Säkulare in die Oppositionskräfte, leider werden sie niemandem helfen. Ich versuchte mehrmals,
war in europäischer Gemeinschaft und versucht sich einfach quasi zu verlagern, irgendwie einen Zugang an die europäische Gemeinschaft. Wer und die Säkularen, wenn die runtergehen, dann geht Syrien verloren an die anderen Kräfte, die sie einfach quasi nicht im Interesse Europa. Da haben Sie recht. Deshalb wollen wir ja auch eine politische Lösung, bei der sichergestellt wird, dass eben nicht die fundamentalistischen Kräfte überhand nehmen, und gleichzeitig machen wir auch eine humanitäre Hilfe für Menschen, die in besonderer Not und Bedrängnis sind. Herr Andrein, vielen Dank nach Bonn. Vielen Dank, Frau Dr. Merkel. Sie sind meine Bürgermeister. Dankeschön. Dankeschön. Wiederhören. Herr Eberhard Rode aus der Nähe von Magdeburg. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, hier ist Eberhard Rode aus Nedlitz im Jährischer Land, unweit von Magdeburg. Ja. Frau Dr. Merkel, meine Frage. Und zwar erleben wir, dass seitens der politischen Seite immer wieder Einfluss genommen wird auf die exorbitante Entwicklung der Managergehälter. Gleichwohl können wir aber im Nachgang immer wieder erkennen, dass der Wildwuchs ständig weitergeht. Wie gedenken Sie in Zukunft diese Unverhältnismäßigkeit der Entwicklung und diesen Wildwuchs zu beschneiden? Ich meine, Sie sind auch aus dem ostdeutschen Raum und Sie wissen, dass wir vor der Wende ein wesentlich angemessenes Verhältnis hatten, dass letztendlich diejenigen, die für die Wertschöpfung zuständig waren und diejenigen, die sie letztendlich gelenkt und geleitet haben, trotzdem im soliden Rahmen und angemessen entlohnt worden. Heute ist das nicht mehr zu vertreten, was sich hier abspielt. Danke. Ja, nun, danke schön für Ihre Frage. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht staatlich die Gehälter festlegen in der privaten Wirtschaft. Das können wir nicht machen. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen vor allen Dingen mehr Transparenz und wir müssen die Eigentümer der Unternehmen mehr in die Verantwortung nehmen. Deshalb haben wir jetzt vorgeschlagen, dass zwar die Vorstände, dass das der Aufsichtsrat dann auch mit Arbeitnehmerbeteiligung und Eigentümerbeteiligung die Managergehälter festlegt, dass aber die Vollversammlung der Aktionäre nochmal dann auch sich das angucken muss und dann gegebenenfalls intervenieren kann. Denn wir müssen ja sicherstellen, dass das sozusagen wirklich ein transparentes Verfahren ist. Trotzdem gebe ich Ihnen recht, dass sich zum Teil Gehälter sehr dramatisch entwickelt haben. Bei Bankmanagern haben wir jetzt ja schon auch Restriktionen verabschiedet, auch in Europa, dass dort nicht mehr beliebig viel sozusagen auch vor allen Dingen an Bonuszahlungen möglich ist. Denn wir haben erlebt, dass dann zum Schluss die Dinge wirtschaftlich ganz schlecht gelaufen sind und dann waren die Leute schon weg und konnten überhaupt nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden. Das hat sich verbessert, aber es gibt schon sehr, sehr hohe Zahlungen und da kann man nur hoffen, dass dann noch ordentlich gewirtschaftet wird. Aber die Eigentümer müssen darüber befinden. Herr Rode. Okay, vielen Dank. Ich schließe mich Ihrer Hoffnung an. Gleichwohl meine ich, da müssen wir engagiert das Auge offen lassen. Das Auge lassen, da müssen wir weiter die Dinge beobachten. Da haben Sie vollkommen recht. Alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. So, meine Damen und Herren, wir kommen kurz zur Auswertung der zweiten Umfrage. Wir hatten Sie gefragt, mit welchem Thema kann die CDU am besten überzeugen? Ziemlich deutlich vorne mit 40%, Frau Merkel, sind solide Finanzen, gefolgt von sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen auf Platz 2. Relativ weit abgeschlagen mit nur 11% ist das starke Europa. Eben war das sehr weit vorne, da ging es aber um den Euro. Jetzt geht es um Europa. Das scheint offenbar nicht ganz so weit oben auf der Tagesordnung zu stehen. Das heißt, böse formuliert könnte man sagen, es geht ums Geld, aber wenn es dann um die europäische Integration geht. Nein, ich glaube, da sehe ich nicht so einen Widerspruch. Die Bürger haben gesagt, was sind jetzt die vorrangigen Themen, die Menschen interessieren. Da war Europa ganz weit vorne. Aber wir haben in Europa auch noch viele Probleme zu lösen. Das heißt, wenn man fragt, wo haben wir schon was erreicht, wo haben wir schon alles geschafft oder eine Menge geschafft, dann ist das eben bei Beschäftigung besser und dann ist das bei dem Thema solide Finanzen. Da haben wir ja
für Deutschland doch wirklich gute Erfolge schon erreicht. Das heißt, wenn die Menschen sagen, womit können wir jetzt den Bürgern auch zeigen, da haben wir schon was geschafft, da haben wir was hinbekommen, ist das für mich eigentlich logisch, wie die Umfrage ausgeht. Und ich glaube, es wird auch anerkannt, dass wir, was Finanzen anbelangt, Staatsfinanzen vorangekommen sind. Aber wir haben immer noch nichts zurückgezahlt an unserem großen Schuldenberg, sondern wir machen nur weniger Schulden, aber jedes Jahr noch Schulden dazu. Das muss beendet werden in der nächsten Legislaturperiode. Andreas Fritsch aus Baden-Baden. Einen schönen guten Abend. Ja, hallo Frau Dr. Merkel, Fritsch aus Baden-Baden. Guten Abend. Frau Merkel, mir geht es um den Mindestlohn. Hallo, geht es um den Mindestlohn. Und zwar, ich habe einen Handwerksbetrieb mit 10, 15 Leuten oder 15 Leuten zurzeit. Wir sind ein klassischer Handwerksbetrieb, also die Leute haben bei uns die Lehre gemacht, sind dann immer weitergekommen und haben dann immer Tarif, teilweise gar Übertarif bezahlt oder immer bezahlt heute noch, weil wir ja auch die Industrie als Gegner haben und da müssen wir gucken, dass wir mit den Löhnen ziemlich oben sind. Jetzt kommen natürlich immer viel mehr kleinere Firmen, wo sich dann einfach den Ausbaubetrieb anmelden oder Hausmeisterservice und die zahlen ihre Leute dann wegen dem Mindestlohn oder zahlen viel weniger. Wie wir dann, weil wir ja im Tarif untergeben sind und gehen in Konkurrenz zu klassischen Handwerksbetrieben. Was würde Sie dagegen machen? Also wollen Sie dann, also für mich, ich bin auch nicht dagegen, dass ein Mindestlohn eingeführt wird, sondern dass wirklich jeder dann, wo er bestimmte Arbeit ausführt, auch die dementsprechend für die Qualifikation auch den Tarif bezahlt. Also wenn er dann jetzt ein Schlosser oder ein Gipser oder ein Druckerbauer, wenn der Tariflohn so hoch ist, muss er das auch bezahlen und nicht, dass er dann irgendwie so Mischfirmen aufmacht, wo er dann alles machen kann. Ja, wir sind... Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe Sie total gut verstanden und grüße Sie auch ganz herzlich. Wir haben ja folgende Situation, wir haben zunehmend Bereiche, in denen eben überhaupt gar keine Tarifverträge mehr existieren. Und da sagt die CDU jetzt auch, da brauchen wir einen tariflichen Mindestlohn. Wir wollen das nicht politisch festlegen, dauernd im Bundestag darüber debattieren und immer politisch entscheiden, aber wir wollen erzwingen, dass sich die Tarifpartner dort, wo weiße Flecken sind, zusammensetzen müssen und dass dann eine Lohnuntergrenze vereinbart wird, also ein tariflicher Mindestlohn vereinbart wird, dass es keine weißen Flecken mehr in Deutschland geben kann. Weil jetzt bei meinem Gewerk zum Beispiel ist jetzt 16, 17 Euro, sagen wir, Tariflohn. Aber es gibt dann, sagen wir, bestimmte, ich nenne es mal Hausmeisterservice, die melden sich einfach an und dann zahlen die 8,50 Euro oder 9,50 Euro oder was jetzt gerade der Mindestlohn ist und gehen dann trotzdem in Konkurrenz. Die machen dann Malerarbeiter, Verputzarbeiter oder Zimmermannsarbeiten, weil sie irgendwie in ihr Berufsbild irgendwie reinpasst als Hausmeister. Und das kann nicht sein. Wenn wir die klassischen Handwerksbetriebe gehen, mit der Art Politik gehen wir unter. Okay, aber das können wir dann durch den Mindestlohn alleine noch nicht lösen, sondern wir müssen dann darauf Wert legen, dass möglichst überall auch wirkliche Tarifverträge gemacht werden. Da hilft die Untergrenze am Lohn auch noch nicht, nicht? Nee, das sind es nicht. Dem sage ich ja, dass der Mindestlohn aber für mich nicht zählt, sondern dass wirklich dann jeder, wo bestimmte Arbeit ausführt, auch dementsprechend auch bezahlt werden muss dann. Ja, und da also jetzt... Also wenn er jetzt zum Beispiel... Ich habe verstanden. Wenn er die Arbeit ausführt, dann muss er die Leute... Ja, und deshalb müssen wir ja versuchen, möglichst viel Tarifbindung hinzubekommen. Aber ich sag mal, wenn einer alleine sich eine Firma gründet und sagt, ich biete diese und jene Leistung an, dann ist es nicht ganz einfach, ihn davon abzuhalten. Deshalb haben wir ja aber auch Qualitätsmanagement. Deshalb achten wir ja auch auf gute Qualität. Und ich glaube, da sind Sie dann schon auch immer noch ein Stück vorne weg mit Ihrer guten Ausbildung und Qualität. Ja. Herr Fritsch, vielen Dank nach Baden-Baden. Der Meisterzwang ist halt abgeschafft worden. Das ist halt alles klar. Bedanke mich auch. Tschüss. Danke. Dankeschön. Wiederhören. Herr Jochen Lehmann aus Stuttgart. Guten Abend nach Stuttgart. Jochen Lehmann, guten Abend, Frau Bundeskanzlerin. Guten Abend. Ich hätte eine Frage allerdings an die CDU-Vorsitzende. Ja, als solche sitze ich ja auch hier. Ich sitze ja hier als CDU-Vorsitzende im Konrad-Adenauer-Haus. Ja,
ich hätte eine Frage, und zwar zum Thema Finanzkrise. Es wird ja ein entscheidendes Thema im Bundestagswahlkampf, und mir fehlt noch ein bisschen so die Abgrenzung, insbesondere in Richtung der AfD, aber auch den linken Parteien. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gutes Ausgangssituation dahingehend haben, dass wir solidarisch gegenüber den anderen Staaten sind, aber auch Gegenleistungen fordern, also solidere Finanzen, jetzt beispielsweise Griechenland und auch den südlichen Ländern. Mir fehlt so ein bisschen noch, dass es rauskommt, dass wir sozusagen diejenigen sind, die solidarisch sind, aber gleichzeitig auch mit einer gewissen Zukunftsgerichtetkeit auch den Staaten entsprechend helfen können, wo man, glaube ich, den bürgerlichen Wähler zum einen mal der AfD wieder Wähler wegnehmen können und b, den bürgerlichen Teil der linken Parteien doch wieder auch zu uns holen können. Und da wäre meine Frage, inwieweit Sie in Ihrer Strategie entsprechend berücksichtigen wollen, beziehungsweise wollen wir nicht denn da einen Schwerpunkt auch reinsetzen? Ja, wir werden auch in unserem Regierungsprogramm einen Schwerpunkt setzen und werden nochmal verdeutlichen, Deutschland kann es auf Dauer nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht. Und insofern müssen wir uns für einen starken Euro einsetzen, aber gleichzeitig, wie Sie auch sagen, Anforderungen stellen. Und ich glaube, dass im Bundestagswahlkampf sehr, sehr viel über dieses Thema genau gesprochen wird. Und deshalb stimme ich Ihnen da absolut zu. Herr Lehmann, vielen Dank nach Stuttgart. Das wird sozusagen ein Schwerpunkt, weil ich glaube, das wird ein Schwerpunkt sein, ja. Das wird ein absoluter Schwerpunkt sein. Vielen Dank Ihnen. Ludwig Egenhofer aus Allensbach. Guten Abend nach Allensbach. Ja, hallo, grüß Gott, guten grüß Abend. Gott. Grüß Gott, guten Zuerst Abend. Herzlichen Dank. Die Idee mit der Basis zu sprechen, finde ich hervorragend. Obwohl das unser Abgeordneter Andreas Jung immer wieder macht. Er versucht immer mit uns Kontakt zu halten und ich finde das auch ganz klasse. Sie hören es wahrscheinlich an meinem Dialekt. Ich komme vom südlichen Zipfel unseres Landes aus Allensbach, ja bekannt durch das Institut für Demoskopie. Wir haben mehrere Probleme. Das größte Problem ist an der deutsch-schweizer Grenze einmal das Fluglärmproblem und natürlich, wie kann man die Steuerflucht in die Schweiz eindämmen? Und das nächste Problem ist, ich habe es gehört, Sie wollen die Investitionen für den Ausbau der Bundesstraßen erhöhen. Was heißt das konkret? Das heißt, dass wir uns vorgenommen haben, schon auf unserem Parteitag jetzt im letzten Jahr, dass wir pro Jahr 1 Milliarde Euro mehr für Straßenbau ausgeben wollen, also in der Legislaturperiode dann 4 Milliarden mehr. Und was die Steuerflucht mit der Schweiz anbelangt, wir könnten ja heute schon ein Abkommen haben. Leider hat Rot-Grün das abgelehnt. Aber Wolfgang Schäuble hat jetzt erreicht, dass wir über Europa mit der Schweiz verhandeln werden und dass dann die Schweiz eben auch den vollen Informationsaustausch mit allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union möglichst machen soll. Ich hätte noch eine Anregung. Ich fand es toll, als die eine Dame gesprochen hat von den kinderreichen Familien, dass es zu wenig rüberkommt bei der CDU. Bei mir ist es gerade konkret so, wir haben zwei Kinder und unsere Tochter hat ein Kind, das ist jetzt 16 Monate und jetzt ist sie wieder schwanger und bekommt Zwillinge. Sie können sich vorstellen, was jetzt da gerade abgeht. Es geht schon los mit der Größe von den Wohnungen und so weiter und so fort. Also es wäre wirklich toll, wenn Sie irgendwann einmal auch hier klar sagen werden, wie wichtig uns die kinderreichen Familien sind. Okay, das mache ich und herzliche Grüße an Ihre Tochter. Und seien Sie ein guter Großvater. Dankeschön, danke. Sie hält auch CDU. Wiedersehen. Tschüss, schönen Abend. Katharina Hoffmann aus der Nähe von Erfurt. Guten Abend, Frau Hoffmann. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, Frau Hoffmann. Mein Name ist Kerstin Hoffmann, ich wohne in Anstadt. Guten Abend, Frau Dr. Ergel. Ich hätte mal eine Frage und zwar würde ich gerne wissen, wie möchten Sie die innere Sicherheit weiterhin garantieren? Entweder durch Videoaufnahmen oder sonstiges. Ich meine, wir haben am Wochenende eine Terrorwarnung gekriegt wegen versuchten Anschlägen. Ja, also. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur im besonderen Zusammenhang hat mit Großbritannien. Aber ich hoffe mal nicht, dass es so gravierend in Deutschland ist.
Naja, wir müssen wissen, auch wir sind, unsere Sicherheit ist immer wieder auch in Gefahr. Deshalb gibt es zwei Dinge, die ich gerne nennen möchte. Einmal die möglichst gute Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen und gerade auch auf Bahnhöfen. Das hat uns schon oft geholfen, bestimmte Dinge aufzuklären. Und zum Zweiten sind wir heute auch angewiesen auf eine gute internationale Zusammenarbeit mit Partnern, wo wir uns dann wirklich austauschen können, denn viele, die terroristische Aktivitäten planen, die wechseln ja auch ihre Aufenthaltsorte und da ist es gut, wenn man viele Freunde in der Welt hat, mit denen man da sehr gut zusammenarbeiten kann. Mhm. Frau Hoffmann. Ja, dann danke ich Ihnen. Danke Ihnen. Alles Gute. Einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Ja. Herr Kanne aus Eichenzell, einen schönen guten Abend. Hallo? Hallo, ja, Herr Kanne. Guten Einstein Abend. Abend. Stellen Sie Hallo, Frau Dr. Merkel. Hallo. Ja, ich bin Vater von vier Kindern. Mhm. Und meine Frage ist, ich fahre ja bedingt dadurch, dass ich vier Kinder habe, ein größeres Fahrzeug, also ein VW-Bus. Mhm. Und das treibt mir dann jedes Mal irgendwo ein Puls höher, wenn ich die Steuer bekomme. Wenn ich dann über 400 Euro deswegen bezahle, weil ich eben vier Kinder habe. Und ich finde, das ist nicht unbedingt familiengerechte Politik, obwohl ich Ihre Politik sehr gut finde, das möchte ich auch dazu sagen. Aber ich sage mal, an dem Punkt, das treibt man dann schon irgendwo den Puls in die Höhe. Also was wir machen wollen, ist, dass wir für Kinder den Grundfreibetrag genauso hoch ansetzen wollen wie für Erwachsene. Wir haben da schon die Differenz verringert. Das heißt, jedes Kind wird dann steuerlich so behandelt, als wenn noch ein Erwachsener dazu käme. Und ich finde, das ist gerechtfertigt, denn Sie sagen ja richtigerweise, das Kind nimmt ja auch einen Platz im Auto in Anspruch. Das Kind hat auch sonst seine Ansprüche. Und in dem Zuge müssen wir dann natürlich, werden wir natürlich auch das Kindergeld dann nochmal wieder anpassen, weil das ja immer mit dem Kinderfreibetrag auch in einer bestimmten Relation steht. Das heißt, wir wollen Eltern mit Kindern besser unterstützen, weil eben dann zum Beispiel ihre Kfz-Steuer höher ist als die von jemandem, der nur alleine in seinem Auto sitzt, nicht? Ja, man hat ja so ein Auto nicht das Jux und Dollerei. Und ist klar. Bei dem öffentlichen Nahverkehr, die Löhne gehen zurück, die Preise gehen hoch. Das ist irgendwo schlagen da Wellen zusammen, die eigentlich nicht so gut sind. Aber wir können es ja jetzt nur so machen und das ist ein nächster Schritt, dass wir eben einfach Familien mit Kindern nochmal besser stellen. Und das wollen wir machen, entweder steuerlicher Grundfreibetrag oder entsprechende Erhöhung des Kindergeldes. Und dann hilft Ihnen das, glaube ich, auch etwas. Herr Kanne, einen schönen Abend. Also ich denke, da müssen Sie was tun, auch für Ihre Wahl. Ja, ich habe ja auch gerade gesagt, was ich tun möchte. Auf Wiedersehen. Dankeschön für Ihre Frage. Ja, schönen Dank. Joachim Schrader aus Burgwedel. Einen schönen guten Abend. Hallo Frau Merkel, hier ist Maximilian Schrader. Ich komme aus Burgwedel und ich habe folgende Frage. Und zwar, ich bin jetzt auch angehender Student und ziehe jetzt um. Und da ist meine Frage, wie das Konzept der CDU aussieht zu bezahlbaren Wohnraum. Gerade so in Städten wie Hamburg oder München ist ja der Wohnraum für Studenten eigentlich gar nicht mehr erschwinglich. Ja, das ist ein großes Problem. Wir haben zwei Dinge im Auge. Wir müssen ja schauen, dass mehr Wohnungen gebaut werden und auch mit bezahlbarem Wohnraum. Und gleichzeitig, dass nicht so ein Mietwucher betrieben wird. Deshalb haben wir jetzt gesagt, gerade in diesen Ballungszentren können die Länder erklären, dass sozusagen so eine Art Mietpreisbremse eingeführt wird. Das heißt, dass man die Mietsteigerung begrenzt. Und wir wollen auch in unserem Programm einführen, dass man auch bei Neuvermietungen, also wenn der Mieter wechselt, die Miete nur in einem bestimmten Umfang erhöhen darf und nicht beliebig erhöhen darf. Was Studenten anbelangt, ist, glaube ich, noch ganz wichtig, dass wir gerade da, wo Kasernen frei werden, jetzt auch durch die Bundeswehrreform oder durch den Abzug von alliierten Streitkräften, dass man da die Möglichkeit gibt, dass dort studentische Wohnungen entstehen oder dass eben möglichst viele Studentenwohnheime auch gebaut werden, damit hier auch bezahlbarer Wohnraum entsteht.
Und dann hätte ich noch eine Frage. Also ich bin auch Mitglied der Jungen Union und wir hatten jetzt auch gerade in Niedersachsen erst Landtagswahl. Und was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, einfach dieses Thema in den Wahlkampf mit aufzunehmen. Warum oder finden Sie nicht, dass die CDU vielleicht dieses Thema auch mehr in den Wahlkampf aufnehmen sollte? Gerade um damit vielleicht auch bei jüngeren Menschen attraktiver zu werden. Denn ich glaube, dass sie, dass einfach auch viele Menschen die CDU nicht mehr als oder jüngere Menschen nicht mehr als modern genug sehen und vielleicht solche Themen helfen würden, junge Wähler ins Wahllokal zu ziehen. Naja, es ist ein großes Problem in bestimmten Regionen, wie Sie es auch richtig gesagt haben. Und Wahlkampf ist ja immer, dass ich Antworten auf die Probleme der Menschen gebe. Das, was gut funktioniert, wollen die Menschen nicht hören, sondern sie wollen hören, was machen sie, um eben anzureizen, zum Beispiel den Wohnungsbau. Und insofern haben Sie vollkommen recht, wenn das etwas ist, wo vielen der Schuh drückt, und das ist etwas, dann müssen wir darauf Antworten haben. Und deshalb danke auch, dass Sie dieses Thema ins Gespräch gebracht haben. Herr Schrader, vielen Dank für Ihre Antworten. Auf Wiederhören. Einen schönen Abend nach Berlin. Okay, tschüss. Wiederhören. Okay. Tschüss. Andrea Winterhager aus Wuppertal. Guten Abend nach Wuppertal. Ja, guten Abend, Andrea Winterhager aus Wuppertal. Frau Merkel, wir haben da ein Problem, insbesondere haben wir in der CDA ein Problem mit den Erwerbsminderungsrenten. Die sind ja in den letzten Jahren so in den Keller gesunken, dass man eigentlich, wenn man jetzt erwerbsunfähig wird, kaum noch von diesen Erwerbsminderungsrenten überhaupt leben kann. Besonders dann, wenn man nicht um die 30 Jahre mit in die Rentenkasse eingezahlt hat. Und es gibt ja nun mal Berufe, die extrem körperlich anstrengend sind, wo es dann auch hauptsächlich auch schon wieder mal Frauen trifft, die dann mit Erwerbsminderung und mit den niedrigen Renten zu kämpfen haben. Und da würde ich ganz gerne von Ihnen hören, wie es denn da in der CDU aussieht, in Bezug auf Erwerbsminderungsrenten und Frauenrenten. Ja, da werden wir auf jeden Fall etwas machen. Wir müssen eine Höherbewertung hinbekommen, damit die Rente, die zum Schluss rauskommt, auch noch so ist, dass man davon leben kann. Ich war auf der CDA-Tagung jetzt ja in Münster und habe das dort auch nochmal unterstrichen und unterstütze das CDA-Programm voll. Wir brauchen viele Elemente jetzt in der Rentenreform. Wir konnten unseren Koalitionspartner, die FDP, jetzt noch nicht von allem überzeugen, Lebensleistungsrente zum Beispiel. Und deshalb haben wir auch die Änderungen des Rentenrechts noch nicht gemacht, wo wir uns einig sind in der Koalition. Aber die Erwerbsminderungsrente steht ganz oben auf der Tagesordnung. Dann eine verbesserte Mütterrente, wie wir das nennen. Dann auch die Lebensleistungsrente. Das sind alles Themen, die ich sofort angehen werde nach der Bundestagswahl. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage oder für einen Anrufer, ja. Frau Merkel. Leo Breetz aus Bad Kreuznach. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Bin ich dran? Jawohl, ja, Sie sind dran. So ist es. Ja, Frau Dr. Merkel, die erste Frage ist, ich wünsche, dass Sie wieder Bundeskanzlerin werden, aber ich glaube, Sie müssen noch was tun oder als Frage, was wollen Sie noch tun und was kann ich tun? Ich bin zwar schon über 40 Jahre CDU-Mitglied, aber was kann ich noch tun, damit Sie wieder Bundeskanzlerin werden? Also wir werden unser Programm jetzt ausarbeiten. Sie könnten zum Beispiel noch mitmachen bis zum 31. Mai im Internet, indem Sie auch sagen, was Ihnen besonders wichtig ist. Und dann, wenn wir das Regierungsprogramm haben, dann werden wir zu den Menschen gehen müssen. Da werde ich auf vielen Wahlkampfveranstaltungen natürlich sein und auch Interviews geben. Aber da brauche ich natürlich jedes einzelne Mitglied der Partei auch, damit man mit seinen Freunden, mit seinen Bekannten spricht, damit man über den Gartenzaun redet, im Freundeskreis, in der Familie. Und da muss man jeden überzeugen, dass er zum Schluss seine Stimme abgibt. Sie haben gesehen in Niedersachsen, das geht heute um 100, 200, 300 Stimmen. Und deshalb Dankeschön für Ihr Angebot, dass Sie sich da auch mit einsetzen wollen. Wir brauchen jede Stimme. Gut. Herr Breetz, nicht anstrengen. Dankeschön. So soll es sein. Alles Gute. Einen schönen Abend nach Bad Kreuznach. Vielen Dank. Ja.
Ja, Frau Merkel, das waren im Prinzip unglaublich viele Themen. Ist Ihnen eins besonders hervorgestochen? Also ist eins besonders hängen geblieben? Eins, wo Sie sagen, das war jetzt so ein bisschen herausragend? Na, ich sag mal, neben der Euro-Frage treibt die Menschen, glaube ich, schon sehr um, dass es gerecht zugeht in unserer Gesellschaft, dass die Schere zwischen denen, die wenig verdienen und denen, die mehr verdienen, nicht größer wird. Da ist, wird auch, glaube ich, anerkannt die Beschäftigungspolitik, dass wir eine gute Arbeitsmarktlage haben. Und dann eben die Gerechtigkeit zwischen denen, die Kinder haben und denen, die vielleicht keine Kinder haben. Also auch da so eine Frage, wenn ich was für die Zukunft der Gesellschaft tue, weil ich eben auch Kinder großziehe, wird das eigentlich genug gewürdigt? Das ist jetzt mal so das, was ich auf den ersten Blick in Erinnerung behalten werde. Aber jede Frage war natürlich eine wichtige Frage und eine gute Frage. Ja, meine Damen und Herren, natürlich können wir in einer Stunde nicht jeden Anrufer hier vorne rannehmen und ihn mit der Kanzlerin diskutieren lassen. Aber selbstverständlich können Sie, Frau Merkel hat es eben gesagt, noch bis zum Freitag im Internet über die Thesen zum Regierungsprogramm abstimmen und diese ganzen diese Thesen dort entsprechend bewerten. Machen Sie davon rege Gebrauch, es lohnt sich. Und am 23.06., Frau Merkel, wird das Regierungsprogramm gemeinsam verabschiedet mit der CSU. Ja, CDU und CSU werden dann die Vorstände zusammenkommen und am 24.06. werden wir in einer großen Veranstaltung dieses Programm noch mal präsentieren, auch unsere Minister zu Wort kommen lassen und danach geht es dann raus in die Partei und jeder bekommt das Material und ich hoffe natürlich, dass wir dann richtig gemeinsam kämpfen. Also Ihnen vielen Dank, dass Sie da waren. Allen Teilnehmern herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Es hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und tschüss aus Berlin. Tschüss.